kleine Hexe von Peter Phoenix. Hexinette lebte mit ihrer Großmutter in einem kleinen Haus aus Holz am Rande des Waldes, nahe einer kleinen Stadt. Die Großmutter ging jeden Morgen den kleinen Pfad entlang in die Stadt, um allerlei Kräuter, Beeren und Gemüse zu verkaufen. Das meiste davon bauten sie beide zusammen in einen kleinen Garten vor ihrem kleinen Haus selbst an. Hexinette war immer sehr stolz darauf gewesen, wenn die Großmutter wieder etwas verkauft hat und ihr etwas zum Naschen mit aus der Stadt gebracht hatte. Schokolade mochte Hexinette besonders gerne. Lecker, dachte sie sich. Noch mehr Stolz als auf die Schokolade empfand Hexinette aber, als die Großmutter sie eines Tages zu dem machte, was schon ihre Mutter, also die Mutter der Großmutter, aus ihr machte. Einweihung nannte die Großmutter das. Hexinettes Großmutter war nämlich eine Hexe. Nein, keine böse Hexe, vor denen die meisten Kinder in der Stadt immer Angst hatten. Nein. Hexinettes Großmutter war eine liebe Hexe, die immer versuchte zu helfen, wenn jemand Hilfe brauchte. Manchmal kamen sogar Leute aus der Stadt zu ihr, wenn sie krank waren, und fragten die Großmutter nach Hilfe. Dann ging sie in den Garten oder in den Wald, um Kräuter zu sammeln, und stellte daraus die Medizin für die kranken Leute her. Hexinette schaute immer sehr interessiert zu, wenn die Großmutter aus den Kräutern Medizin machte. Eines Morgens nahm die Großmutter Hexinette mit in den Wald. Sie ging ziemlich lange, viele Pfade entlang, bis sie an eine Stelle kamen, wo ganz viele Fliegenpilze, das sind die Pilze mit den roten Hut und den weißen Punkten darauf, im Kreis standen. Hexinette wusste bereits, dass die Pilze giftig waren und fragte die Großmutter, was sie hier tun wolle. Die Großmutter setzte sich in die Mitte des Pilzkreises und Hexinette tat das Gleiche. Eine Zeit lang schaute die Großmutter Hexinette ganz ernst an. So hatte die Großmutter Hexinette noch nie angeschaut. Hexinette wurde etwas Angst und Bange davon. Da lächelte die Großmutter wieder und fragte Hexinette, ob sie nicht auch den Menschen helfen wolle, wenn sie krank seien. Hexinette nickte eifrig, denn sie hatte die Großmutter schon immer dafür bewundert, dass sie so viel über Kräuter wusste und daraus Medizin zu machen wusste. Hexinette war auch ganz stolz, wenn die Leute dann kamen und sich bei ihrer Großmutter bedankten. Meist auch noch ein Geschenk mitbrachten. Manchmal war da auch ein Schokolade für Hexinette dabei. Lecker. Die Großmutter schien sehr erfreut über Hexinettes Einwilligung zu sein. Denn nun erzählte sie noch mehr und begann Hexinette die Geschichte zu erzählen, als ihre Mutter genau an diesem Ort ihr dieselbe Frage stellte. Hexinette hörte gespannt zu. Sie mochte gerne, wenn die Großmutter Geschichten erzählte. Das war so spannend. Sie saßen noch lange dort. Und die Großmutter erzählte viele Dinge über ihre Mutter und ihre Mutter. Und als es begann, Abend zu werden, nahm die Großmutter Hexinette an der Hand, drückte sie ganz feste und sagte ihr, dass sie nun eine Hexenschülerin sei und ab heute viel, viel lernen müsse. Da war Hexinette 6 Jahre alt gewesen und in den folgenden Monaten und Jahren lernte sie sehr viel über Kräuter. Welche Kräuter bei welchen Krankheiten zu benutzen seien, welche und wie viel Kräuter man nehmen müsste, um die richtige Medizin daraus zu machen. Sie lernte noch mehr Pilze kennen, welche man essen konnte, welche giftig waren, aber auch welche Wurzeln und Pflanzen man als Gewürz zum Essen benutzen konnte. Sie lernte die Namen der Bäume im Wald kennen, dass es Bäume gab, deren Rinde ebenfalls bei Krankheiten zu gebrauchen war. Auch lernte sie etwas darüber, dass die Großmutter den Wald und die Natur als Muttergöttin bezeichnete, und sehr oft gingen Hexinette und die Großmutter an die Stelle im Wald, wo die Pilze standen, und legten Äpfel und Nüsse in der Mitte des Pilzkreises. Das nannte die Großmutter eine Opfergabe für Mutter Natur. Die Großmutter erklärte Hexinette, dass Mutter Natur dafür sorge, dass sie zu essen haben, indem sie viele Früchte an den Obstbäumen wachsen ließe, dass die Natur dafür gesorgt habe, dass es viele Kräuter gebe, die man beim Leiden benutzen könnte, wie Hexinette ja nun schon wusste, und dass man als gute Hexe sich bei Mutter Natur dafür bedanken müsse. Das verstand Hexinette sehr schnell, denn sie hatte bereits vorher von der Großmutter gelernt, dass man sich zu bedanken hat, wenn man etwas geschenkt bekam. Eines Abends, als es schon fast Winter wurde und Hexinette inzwischen 8 Jahre alt war, sagte ihr die Großmutter, dass heute Nacht eine besondere Nacht sei. Sie nannte es Samhain, und natürlich wollte Hexinette wissen, was es denn mit diesem Samhain auf sich hatte. Die Großmutter lächelte erfreut über die Neugier Hexinettes und beide setzten sich an den Tisch, tranken etwas Milch und die Großmutter begann zu erklären, was Samhain bedeutete. Sie sprach davon, dass jeder Mensch einmal diese Welt verlassen müsse. Die Großmutter nannte es Sterben. Davon hatte Hexinette bereits gehört. Ihr war immer mulmig geworden, wenn jemand darüber sprach, und sie hatte es vorgezogen, nicht darüber nachzudenken.
Großmutter sprach darüber, dass man keine Angst davor haben müsse. Es sei so, dass alles, was es in der Natur gibt, ob Tiere, Pflanzen, Bäume und auch Pilze, eines Tages einmal diese Welt verlassen müssen. Auch sprach sie davon, dass man in einer anderen Welt neugeboren werden würde. Eine Welt, in der die Sonne immer scheinen würde und alle Menschen wieder glücklich seien. Xinette dachte darüber nach und bemerkte, dass die Großmutter ja dann auch eines Tages in diese Anderswelt gehen würde und Hexinette dann allein sei. Das machte sie sehr traurig. Großmutter schien dies zu bemerken und streichelte Hexinette über den Kopf und meinte, dass sie keine Angst zu haben bräuchte und dass sie noch viele, viele Jahre zusammen sein würden. Das tröstete Hexinette wieder. Als die Großmutter ein großes Stück Schokolade aus dem Schrank auf den Tisch legte, war alle Angst und Traurigkeit wieder vergessen. Nun begann die Großmutter wieder zu erzählen. Sie sagte, dass ihre Mutter und ihre Großmutter ja nun auch schon lange in dieser Anderswelt leben würden. Und dass es an der Samhainacht möglich sei, mit ihnen zu sprechen. Die Großmutter meinte, dass in dieser Nacht wohl jemand vergessen habe, die Tür zu schließen und dass die Menschen auf beiden Seiten dann die Möglichkeit nützen können, miteinander zu sprechen und sich sogar sehen könnten. Das leuchtete Hexenette ein, denn wenn jemand die Tür der Hütte aufstehen ließ, könnte er sie ja auch ihren Lieblingsbaum sehen, der ein Stück vor der Hütte stand. Und irgendwie war ja da draußen noch eine andere Welt als da drin in der Hütte. Hexenette erklärte ihre Sichtweise der Großmutter und sie nickte erfreut darüber, dass Hexenette verstanden habe, was sie sagen wollte. Da fragte die Großmutter, ob Hexenette Lust darauf hätte, einmal mit ihrer Mutter oder Großmutter zu sprechen. Oder ob sie noch zu viel Angst davor habe. Hexinette nickte. Also machten sich beide im Dunkeln auf den Weg zu ihrem Platz, dem Pilzkreis. Die Großmutter hatte eine Fackel mitgenommen, damit beide etwas sehen konnten. Als sie dann am Pilzkreis ankam, steckte die Großmutter die Fackel in die Mitte des Kreises, in den Boden. Dann setzte sie sich vor die Fackel und Hexinette daneben. Die Großmutter schwieg eine ganze Zeit lang und schaute in die Flammen der Fackel. Plötzlich erhob sie sich und begann zu sprechen. Sie sagte den Namen ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Sie fragte, ob beide Lust hätten, in diese Welt zu kommen und mit ihr zu sprechen und auch um Hexinette kennenzulernen. Eine Zeit lang geschah nichts und Hexinette dachte sich, dass die beiden wohl keine Lust hätten, heute mit ihr und der Großmutter zu sprechen, was Hexinette natürlich etwas traurig stimmte. Doch plötzlich konnte sie wie aus dem Nichts zwei ältere Frauen im Fackelschein erkennen. Es erschien ihr so, als ob sie einfach aus der Dunkelheit ins Licht getreten seien. Hexenete erschrak etwas, doch die Großmutter legte ihr sanft die Hand auf die Schulter und streichelte sie etwas. Hexenete beruhigte sich wieder und beide Frauen setzten sich auf die andere Seite der Fackel. Sie begrüßten die Großmutter und begrüßten auch Hexenete. Hexenete grüßte zurück und beide Frauen lächelten sie an. Sie fragten die Großmutter, wie es ihr erginge, nach Menschen, die sie kannten und die noch lebten, und lobten Hexinette, dass sie ein kluges, kleines Mädchen sei und dass sie beide sehr stolz auf sie seien, dass sie schon sehr viel gelernt hatte. Hexinette bedankte sich artig, sprach aber sonst nicht viel, da ihr doch noch etwas unheimlich war. Die Großmutter und die beiden Frauen sprachen noch über viele Dinge, über die Hexinette noch nie etwas gehört hatte. Aber da es schon spät war und Hexinette noch nie so lange wach war, schlief sie irgendwann einfach ein. Als die Großmutter sie wieder weckte, graute bereits der neue Morgen. Hexinette fragte, ob sie noch lange gesprochen haben und worüber sie gesprochen haben. Da lächelte die Großmutter nur und sagte, dass das eine andere Geschichte sei, die sie ihr ein anderes Mal erzählen würde. So gingen sie beide wieder nach Hause, aßen unterwegs etwas Schokolade. Und als sie wieder in ihrer Hütte ankam, legte sich die Großmutter in ihr Bett und schlief auf der Stelle ein. Hexinette aber freute sich schon jetzt auf die versprochene neue Geschichte und das neue Abenteuer, das sie dann ganz bestimmt mit ihrer Großmutter erleben würde. Sie war froh, dass ihre Großmutter ihr gezeigt hatte, was eine Hexe alles kann, und war stolz auf sich selbst, dass sie es geschafft hatte, eine zu werden. Auch wenn sie noch eine junge, kleine Hexe war, so dachte sie sich aber, dass auch kleine Hexen ruhig stolz auf das sein können, was sie geleistet und erlebt haben. Und sie war sich sicher, dass die Großmutter genauso denken würde.